So, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Wie versprochen bin ich jetzt beim Tierhändler. Wir haben den Viehtransport an. Ich habe auch schon mal reingeparkt. Viel ist nicht passiert, beziehungsweise ich habe da noch mal ein bisschen vorgearbeitet, beziehungsweise habe ich ja, soll ich jetzt sagen, beziehungsweise habe ich jetzt dann noch mal also vorgearbeitet, beziehungsweise den Korntank abgetankt, beziehungsweise der Helfer hat eben auch ein bisschen rumgespackt. Nee, ist ja egal. So, jetzt werden wir uns erstmal ein paar Kühlleisten. Oh, zweieinhalb heißt also fünf, ja, also sechs. Ich werde jetzt mal fünf nehmen. Brauner. Braun-weiß, die sehen gut aus. Schwarz-weiß, also braun-weiß, das hatten wir früher. Also mein Opa hatte Landwirtschaft und da hatten wir welche. Da hätte ich jetzt gesagt, wir holen erstmal fünf Stück Stilling, weil unser Geld ja auch nicht so viel ist. Dann machen wir einmal hinten die Luke zu und sehen hier Kühe drinne mehr als fünf, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sogar. Unser Helfer hat schon wieder fast vollen Korntank, aber das liegt daran, dass, wie gesagt, ich hatte den eben abgetankt, ich habe auch Zeit vorgespult. Wegen den Äpfeln weiß ich nicht, ob sie fertig sind, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen mehr zu tun, da wir dann die ganzen, die Kühe erstmal versorgen müssen und und. Und ich hoffe, dass mit dem Trigger funktioniert. Ja, zu früh. Mal gucken, wo ich die Kühe entlade. Also ich denke mal da an der Seite dann. Ja. Und ich hoffe, es gefällt euch soweit. Und das ist alles soweit ganz lustig. Ja, LS19 käme dieses Jahr eigentlich der LS21, müsste eigentlich dieses Jahr rauskommen, kommt aber erstmal nicht. Es kommen wohl noch DLCs. Mal gucken, was da kommt, beziehungsweise die DLCs, die jetzt gekommen sind, das Glas. Dann noch mit den größeren Traktoren, also größeren, also da brauchen wir halt eine größere Map für. Das habe ich jetzt soweit noch nicht, glaube das Glas. Das hier habe ich ja auch mit drinne. Vielleicht werde ich dann noch mal demnächst den ein oder anderen Glasdrescher kaufen oder Schlepper. Mal gucken. Ja, das Projekt. Mal gucken. Erstmal würde ich sagen, 10 Folgen, wie es ankommt, beziehungsweise wie weit ich komme mit 10 Folgen. Und der Fokus hoffe ich, dass es, wenn es morgen früh klappt mit den ganzen Updates und sowas, hoffe ich, dass ich vielleicht nochmal zwei, drei Folgen davon aufnehmen kann, beziehungsweise hochladen kann. Vielleicht schaffe ich es auch gleich nochmal. Oh. Bisschen eng. Ah, ja. Nein. Wir sind nicht umgekommen. Da müssen wir mal kurz Third Person gehen und jetzt kommen wir rum. Ja, gut. Ja, Schlepper steht da noch, den Frontlader, also den Weidemann Kramer habe ich ausgestattet mit einem Pixer, also einen Ballen. Ballenlader. Also ich denke mal, dass wir hier unsere Kühe ausladen können. Yep, verschieben. Ab. Okay. Bestätigen. Ja. Verschieben. Man kann immer nur fünf Stück verschieben.
klappen wir das wieder zu. Was ich jetzt nicht geschafft habe, oder beziehungsweise hätte ich schaffen können, aber ich habe noch mal ein bisschen was zwischenbei gemacht, in der Zeit, dass das Video hochgeladen ist, unsere Enten fertig zu füttern. Yep, das ist unser Videoaufnahmeprogramm. Ihr seht, Wasser brauchen sie, Stroh brauchen sie, Mischration gewickelt. Gewickelt, warum auch? Achso, Mischration gewickelt. Geht. Hier unten steht auch Mischration gewickelt, Effektivität 100%. Da würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal gleich dran. Ich wende jetzt einmal hier. Dann werden wir den Anhänger, wenn wir rumkommen, wieder dahin stellen, wo ich ihn hier habe. Und dann werden wir uns darum kümmern, beziehungsweise mit dem anderen Fendt die Mischration da reinbringen. Oh, da sind wir irgendwo hängen geblieben. Die Mischration da reinbringen. Das ist auch dann der Seitenspiegel. Ach komm, das dauert sonst zu lange. Deswegen, ich will euch nicht mit so Kleinigkeiten aufhalten. Wie gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich gerne mal zeigen soll, vom LS19, können wir gerne machen. Ein kleiner Plan ist noch was mit dem Season, also quasi mit dem Real-Life Season Mod was zu machen. Auf einer Map, naja, gibt es halt schon einen anderen Let's Player, der auf der Map was macht. Irgendwo gucken, vielleicht finde ich noch eine andere coole Map, wo ich das halt benutzen kann. Sonst nehme ich halt die. Und jo. Würde ich jetzt sagen, packen wir jetzt hier das Teil. Hängen es kurz ab. Schläuche ab und das ab. Den stellen wir aus. So, dann machen wir das Tor auf. Und nehmen den kleineren Fendt. So. Und fahren wir hier rein. Und füttern unsere Kühe. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich habe zwar 5 gekauft, aber es sind 6. Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ach, mehr brauchen die gar nicht. Also unsere Mischration wird noch eine Weile vorhalten. Entschuldigung, ich gerade mal kurz einen Schluck trinken. Dieses Gelabere. Ich weiß, man hört es nicht gerne. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Ja, egal. Ja. Dann können wir den jetzt wieder nach hinten fahren. Quasi den Anhänger wieder hier hinten hinstellen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn leer machen werde, beziehungsweise bin ich am überlegen, demnächst vielleicht einen größeren Anhänger zu kaufen, aber da kommt es drauf an, wie das jetzt alles so momentan wird mit dem Geld verdienen. Vielleicht können wir ja, Eier könnten wir bestimmt jetzt auch schon wieder verkaufen. Können wir auch noch nachgucken. So, ach, das stelle ich jetzt einfach mal aus. Und springe hier rein. Oh, da haben wir uns aufgepikst. Wir werden jetzt einen Strohballen oder bis jetzt Stroh da reinfahren. Beziehungsweise man könnte es hier über das Gitter machen. Aber ich werde jetzt hier aufmachen. Hoffen wir, dass keine Kühe rauslaufen. Und ja. Werde ich jetzt hier so einen Strohballen mir aufpieksen. So wollte er das noch nicht.
haben sogar eine Milchkanne. Die werden wir wahrscheinlich jetzt am Anfang erstmal vielleicht eher brauchen als eine als ein Milchanhänger beziehungsweise ein Anhänger für Wasser und so. Da kann man ja auch, also auf dem Universal kann man auch Wasser mitmachen. Aber wie gesagt, das werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht brauchen. Oh. Ja, das wilde Fahren. Was das für Kosten wären. Ach, da ging sogar komplett rein. Das können wir mal gucken. Mischration, Stroh. Alles da. So, steht noch keine Reproduktionsdaten drin, aber da wir nur 5 Kühe haben, wird das eine Weile dauern. So, einmal das Tor zu wieder. Dann werden wir unseren Teleskoplader, naja, Teleskoplader ist es nicht, es ist ein Frontlader, glaube ich. Einmal hier, aber hat auch ein Teleskop dran. Aber wir parken. So, dann müssen wir kurz durchswitchen. Ja, wie man sieht, der ist auch voll wieder. Und können wir auch schnell kurz abtanken. Und fahren wir mal kurz mit dem Fan drüber. Hängen den Anhänger wieder an. Und tanken der ist auf. Und dann werden wir noch das Wasser rüberbringen. Das werden wir auch alles noch in dieser Folge schaffen. Auch wenn wir es von meiner Zeitplanung nicht schaffen, aber wir werden es schaffen. Dann dauert die Folge auch wie die letzte Folge ein bisschen länger. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht werde ich auch bis zur nächsten Folge das dann hier, wenn das soweit ist, das Feld abgeerntet ist, auch verkaufen. Was ich hier drin habe, dass wir uns vielleicht noch mal, dass ich vielleicht noch mal was mir leisten kann, mal gucken, was es noch gibt. Ja. Also ich hoffe, dass es noch mal was gibt. Wie gesagt, also ich habe alles Mögliche ausgestellt, auch die Fruchtzerstörung. Also fahren wir jetzt einfach mal hier rein, auch wenn es ein bisschen weh tut, auch dem einen oder anderen Farmer von euch. Also wirklich ein Bauern. Ja, gut, es ist halt die eine Sache so, die andere Sache so, ne? Jo. Aber das machen wir jetzt einmal kurz leer. Weil, wie gesagt, also die Feldarbeit kommt hier halt nicht so zustande, weil es halt wirklich einfach schwierig ist, hier was zu machen, weil das würden wir nicht schaffen. Das würde sich einfach extrem in die Länge ziehen, wenn ich dann noch das Ackern, das Grubern, das Sehen und zeigen würde. Wie gesagt, ich bin ja noch im Plan mit der Season, da werde ich dann ein bisschen länger, ein bisschen mehr von zeigen. Auch von der Feldarbeit, da werde ich mich vielleicht eher auf die Feldarbeit konzentrieren, beziehungsweise auch Tiere. So, das war jetzt aber das hier, den stellen wir jetzt kurz ab. Und genau, den wollen wir jetzt. Da haben wir noch 220 Liter Wasser drin. Aber das werden wir jetzt noch auffüllen und das zu unseren Kühen bringen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Schlauch da oben ist, ob ich da einen schon hingebracht hatte. Ich weiß nicht, ob ich das mitgeplant habe, beziehungsweise vielleicht kann ich es ja so machen, dass ich den Schlauch. Ah, da drüben liegen noch Schläuche. Dann werde ich von da drüben Schläuche nehmen. Solange wenn das auffüllt, werde ich das nicht so einen Schlauch mal an die Seite machen, wenn das geht. Also müsste eigentlich gehen. Wenn ich mir so einen Schlauch nehme. Na.
verstauen. Ach, Schlauch ist zu groß. Aber dann probieren wir einfach mal den Schlauch so da hoch zu bringen. In der Zeit werden das auffüllt. So, jetzt haben wir unsere 15 Minuten voll, aber das soll uns nicht stören. Ich weiß halt am Anfang nur 20 Minuten Videos und aber wiederum das Programm, was ich halt habe, ist ein kostenloses Programm, wo ich das mitmache. Weil wie gesagt, bis jetzt mache ich es halt einfach nur wirklich aus Spaß. 10 Abonnenten, 11 hatte ich mal, einer wieder weniger, aber das stört mich nicht, es macht mir einfach Spaß. Und ja, was ist das denn jetzt hier? Das gefällt mir aber nicht so. Jetzt sieht das auch wieder besser aus. Nee, wie gesagt, ich mache das alles aus Spaß und der Freude. Ja, falls jemand gefällt. Also, ich sag mal so, wenn ich die 100 Abonnenten-Marke knacken würde, jemals, dann werde ich in definitiv besseres Equip investieren und werde gucken, dass ich wirklich noch, also regelmäßiger, Folgen rausbringe. Ja, das wäre dann so ein Ziel. Also 100 Abonnenten, das wäre schon echt ein Träumchen, ey. Also da würde ich mir echt schon feiern für. Oh, für so ein Blödsinn, was ich hier labere und mir zurecht bastle. Ich bin nicht so der Technik-Freak, also von daher ist das bei mir auch alles so ein bisschen, ne? Nicht so von der Qualität, beziehungsweise ich glaube, die Folge 3 ist qualitativ nicht so gut. Folge 3 und 4 vielleicht. Aber ich versuche mein Bestes. Und ich hoffe, der ein oder andere freut sich dran. Y. Und jetzt geht's. Jetzt füllen wir das Wasser auf. So, okay, kriegen unser Wasser. Und dann geht's auch schon fast in die Produktion. Also unsere Enten, die brauchen wieder schon wieder sehr viel. Ich habe jetzt Sojabohnen angepflanzt. Wo ist es denn, unser Schlepper? Oh. Der ist soweit fast fertig. Bis auf eine Bahn, die hatte ich ja vorne vergessen. Dann werde ich sogar das Feld gleich dünnen lassen, weil wenn das gedüngt ist, dann geht das alles, brauche ich dann halt, wenn es angesehen ist, nur noch einen Gang zu machen. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein, beziehungsweise das ist soweit fertig. Wie ihr seht, gerade oben im Video, wir sind bei fast 20 Minuten. Unsere Tiere haben jetzt Wasser, Stroh und Mischration. Die Enten hoffe ich, dass ich sie bis zur nächsten Folge füttere. Mal gucken. Aber wir werden, denke ich mal, jetzt wieder Roggen, Weizen anpflanzen. Vielleicht auch sogar Roggen. Vielleicht machen wir sogar ein bisschen Brot. Mal gucken. Produktion. Oh, wir haben schon Mist und Gülle gerade gekriegt. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das soll es jetzt von der Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn nein, Daumen runter, aber lieber Daumen hoch. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch ein Abo da lassen, falls ihr noch nicht habt. Und ja, ich würde sagen, bis denn dann, Leute.